Ein herzliches Willkommen zurück bei, oder ja, weiter geht's bei Long Dark. Alter Mann. Ja, letzte Folge war viel erklärt, mal ein bisschen auch wiederholt, was den Damm angeht. Ich habe in der Zwischenzeit mir mal hier die ganzen Sachen getrocknet, habe mir mal alles mitgenommen, was ich mitnehmen konnte oder kann. Alles repariert. Jetzt ist soweit alles auf 99% bis 100%. Und das Geile ist, wir müssten eigentlich schlafen. Aber. Alter Mann darf nicht. Alter Mann lässt uns nicht. Das finde ich ein bisschen unverschämt. Deswegen habe ich mir jetzt alles geschnappt, was geht. Und, und dann möchte ich erstmal hier hin. Das ist so quasi die Mitte. Und dann werde ich von hier aus erstmal hier so rumgehen. Beziehungsweise nochmal hier kurz die Bahnschienen ablaufen und den Dings abholen, das abholen. Hier nochmal kurz gucken. Und ja, dann geht es auch schon weiter zum ja, dahin, dann den Bär töten. Ich komme jetzt raus. Ja, ich komme raus. Sehr schön. Gut. Der Tag bricht an. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz wir müssen jetzt sowieso nochmal zu ihm. Irgendwann. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal dahin. Ja, wir müssen natürlich noch ein paar hier jagen, weil ich würde die Hose und die Schuhe schon gerne haben. Erstmal stylisch natürlich, ne? Und weil die auch wirklich gut warm halten und Schutz bieten. Aber die sehen halt auch gut aus und die passen zu dem Style von Long Dark. Deswegen hoffe ich, dass wir dann auch bald vielleicht noch ein... Ja, kotze gleich. Dass wir noch eine Jacke kriegen, vielleicht auch noch so einen Waschbärenhut oder so, das war halt richtig weird aussehen. Ah, ich muss da lang. Ich gehe erstmal runter. Sollten wir hier noch ein Reh entdecken? Ich habe was Braunes. Die ist anscheinend weg. Alter, rüst die doch aus, du Blöder! Affe, ey. Mann! 2 Kilo nehmen wir mit. Aber wir sind sowieso schon überladen. Aber jetzt weißt du, wir sind sowieso schon überladen. Ja, kann ich den Rest auch gleich mitnehmen. Hast du, Junge. So, nur noch geradeaus. Ich lade mal lieber nach, denn wenn wir hier nachladen. Ein Reh, sehr gut. 2 Rehe. Auch wenn wir kurz vorm Umfallen sind, weil wir müde sind, muss ich das Reh mitnehmen. Ich brauche die Felle. Wo ist es denn? Okay. Was noch dich daran? Bleib stehen. Bleib stehen. So. Aber der bemerkt uns nicht. Nein, bleib doch. Ja. Wir haben uns natürlich beide gehört. Ach komm schon.
Das ist doch Pisse. Ja, ich muss sowieso in die Richtung. Komm doch her! Och, riechen. Muss eigentlich da lang. Okay, guck mal, er kommt her. Dann machen wir mal Folgendes. Och, komm schon! Wen wollt ihr verarschen? Wen wollt ihr verarschen, Alter? Mann, ey. Wo ist das andere Reh? Okay, es kommt. Es kommt zu mir. Something's making me feel really tired. Komm her. Komm schon. Ist ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, Junge. Ich hasse das. Was? Komm her, du. Du verkacktes Reh, Alter. Als ob ich dich nicht getroffen hätte, weißt du? Alter, ist das eine Wolfskotze, ey. Kann er mich so wittern, wenn ich hier so stehe? Oh, das ist doch nicht wahr. Hey, das ist doch wirklich nicht wahr jetzt, ganz ehrlich. Ach, ey, komm, leck mich am Arsch, ey. Keine, weißt du was? Da könnt ihr mich am Arsch lecken. Fick dich, Spiel. Ganz ehrlich. Du alter Mann, auch jetzt mal deine Sachen geben können, ey. Das ist sowieso nicht. Mann, Alter. So, jetzt rüsten wir die gleich aus. Bevor der beschissene Wolf wiederkommt. Oh, Alter. Es ist so viele Schuss gehen daneben, obwohl ich direkt davor stand. Das Spiel macht schon wirklich ein bisschen aggressiv, muss ich sagen. Ich geb dir gleich, Alter. Warte mal, wir haben doch... Haben wir den Energy dabei? Da. Trinken. Passt. Geh weg, Baum. Und weil wir jetzt Energie haben, guck ich jetzt doch noch mal. Das war, glaube ich, nicht hier, ne? Das war, glaube ich, da, genau da war das. Alter, wie schnell er jetzt rennen kann. Forest Gang sind wir hier. Da ist ein Reh. Ist nur die Frage, wie wir das jetzt
Am besten natürlich von der Seite und dann einen Kopfschuss. Und da kommen wir, glaube ich, da ohne weiteres gar nicht ran. Da so eins. Guck weg. Geh weiter. Ich glaube, der Hase, der macht uns auch. Okay, komm her. Er rennt natürlich weg, kein Wunder. So, 2 Stunden. Reicht ein Messer, ne? Was wir ja den Banditen da eigentlich hätten abnehmen können, aber was soll's. So, 30 Minuten, Stunde. Mal 4 Kilo Fleisch mit. Das reicht. Ja, wir gehen ja jetzt. Eigentlich. Da ist nämlich das andere Reh noch. Müssen wir da lang? Wir müssen sogar, oder können sogar hier lang. Und ganz ehrlich, ich gehe jetzt lang. Ich hole mir noch das Fell. Ich will den haben. Komm her. Hey. Ganz ruhig. Kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Natürlich. Wem willst du hier was erzählen, Alter? Ja, ich hab keinen Bock mehr, ey. Ganz ehrlich. Die Waffe hätte sich auch in den schieben können, ey. Ja, wir müssen uns jetzt mal ablegen. Sachen loswerden. Das regt mich so auf mit den Rehen, Alter. Die Waffe kannst du echt in die Tonne treten. Mann, Alter, echt. Können wir was trinken oder so? Irgendwie ein Energy haben wir gar nicht. Gar nichts mehr. Natürlich was essen, aber das bringt alles auch nichts. Wo gehe ich jetzt überhaupt falsch? Alter, die ganz andere Richtung muss ich, ne? Ja, das kann ein langer, beschwerlicher Weg werden. Ach ja. Wir haben sonst nichts zu tun. Komisch, dass der Bär dann aber plötzlich da unten ist bei den Schienen. Kann natürlich aber auch sein, dass wir da einfach hin müssen. Und deswegen halt. Ja. Kannst ja gleich schlafen. Das wollte ich gerade sagen. Und wir deshalb dahin müssen, weil es eben da weitergeht. Aber bevor ich hier abhaue, da möchte ich wirklich noch die Schuhe und die Hose haben.
Ich glaube, die Richtung. Ja, so ungefähr. So die Richtung. Können zwar nicht mehr laufen. Oh, ein Spagat machen oder sonstiges. Aber das ist auch. Das ist gut. Ja. Ich bin echt gespannt mit Kapitel 3, wann das überhaupt rauskommt. Ich habe mich noch nicht schlau gemacht, wann das rauskommt. Ich hätte nur mal, meine ich, was gelesen, dass es halt dieses Jahr noch rauskommt. Und bis jetzt ist die Story wirklich unterhaltsam. Also es ist mal ein wirklich, wirklich schönes Spiel. Es ist einfach aufgebaut, es hat keine High-End-Grafik. Das braucht es aber auch nicht, finde ich. Sondern es sieht einfach nur trotzdem gut aus. Musik ändert sich. Bestimmt kommen wir irgendwann in ein Gebiet rein, wo wir dann schwitzen, ey. Oh, sehr schön. Ich hoffe natürlich, dass es da Feuer gibt, das dauerhaft brennt. Dann würde ich nochmal einmal natürlich die Felle und den Darm holen. Ja, genau. Es wird ja wohl ein Bett drin geben, ne? Aber bevor ich jetzt irgendwas mache, Bett. Bett wird ja wohl oben sein. Ja, moin. Bett ist oben, sehr schön. Wir haben zwar mitten am Tag, ist mir aber wurscht. Ja, dann sind wir mitten in der Nacht. Das ist doch kacke. Ich schlafe jetzt mal 4 Stunden.